Hey, willkommen zu einem neuen Video. Jeder dieser Geschichten verdient es, als ein Kinderbuch oder Disney-Pixar-Film verfilmt zu werden. Es ist herzerwärmend, dass nicht nur Menschen andere in ihr Herz schließen. Das gilt auch für die Tierwelt, die uns immer wieder überrascht. Heute zeigen wir euch 20 Tiere, die andere Arten adoptiert haben. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Das Leben war ziemlich hart für Teffel. Der 14-jährige Blindenhund blieb immer in seinem Körbchen, weil er sich in der Welt nicht zurechtfand. Bis Puddytat, eine ehemalige Streunerkatze, in sein Leben trat. Die Bindung zwischen den beiden ist unzertrennlich und jetzt führt sie ihn durch das Haus. Wenn sie nicht gerade herumhüpfen, kuscheln sie irgendwo. Nummer 19. Als zwei der größten Tiere an Land haben Nashörner und Flusspferde oft nicht die freundlichsten Beziehungen. Als also ein zwei Tage altes Nilpferd von seiner Herde ausgesetzt wurde, zögerten seine Retter, es im Tula-Tula-Reno-Orphanage aufzuziehen. Was sie jedoch nicht wussten, war, dass ein Breitmaul-Nashorn namens Marcosi das Nilpferd namens Charlie zu seinem neuen besten Freund machen und mit ihm spielen, essen und schmusen würde. Nummer 18. In einem wunderbaren Akt des Mitgefühls trennte sich Rex, der 10-jährige deutsche Hund, von seinem Besitzer und kehrte mit einem Känguru-Baby zurück. Die Mutter des Kängurus war gestorben, aber Rex wollte dem armen Baby-Känguru helfen. Als der Besitzer den Moment sah, konnte er es nicht fassen. Rex war sehr vorsichtig mit dem Känguru-Baby umgegangen. Schließlich wurde beschlossen, das Känguru in das Jirahalinga Wildlife Sanctuary zu bringen, wo es jetzt glücklich lebt. Man gab ihm den Namen Rex Junior. Wie niedlich, oder? Nummer 17. Das letzte, was Goran Asuchi, ein kurdischer Bauer, aus seinem Hühnerstall zu hören erwartete, war das Miauen. Dieser magische Moment wurde mit der Kamera festgehalten und der Bauer war sehr überrascht, drei verwaiste Kätzchen zu finden. Die Kätzchen hatten gerade ihre Mutter verloren. Das Huhn fand sie irgendwie, hatte Mitleid mit ihnen und nahm sie buchstäblich unter ihr Gefieder, um ihnen Wärme und Schutz zu geben. Nummer 16. Ein Pavian, der ein Löwenjunges adoptiert, klingt bizarr, nicht wahr? Ein Löwenjunges hin oder her, ein Löwe ist immer noch ein Raubtier. Aber sieh dir an, was im südafrikanischen Krüger Nationalpark passiert ist. Eine Gruppe von Pavianen stolperte über ein Gebiet, in dem Löwen und Leoparden oft ihre Jungen verstecken. Ein Pavian wurde dabei beobachtet, wie er mit einem Löwenjungen in der Hand aus einer Gruppe ausbrach. Bei der letzten Sichtung kümmerte er sich um das Jungtier, als ob es sein eigenes Fleisch und Blut wäre. Nummer 15. Eine Taube und ein Chihuahua bilden das unwahrscheinlichste Paar, denn unter anderen Umständen hätte es kein so glückliches Ende gegeben. Wie es das Schicksal so will, hat eine Tierrettungsorganisation namens Mia Foundation versehentlich Landi, einen 8 Wochen alten Chihuahua, zu Hermann der Taube gebracht. Landi hat eine Anomalie, was bedeutet, dass er, wenn er jemals laufen will, immer einen Hunderollstuhl brauchen wird. Bis dahin kuschelt Hermann die Taube mit ihm auf demselben Bett. Niedlich, nicht wahr? Nummer 14. Als der Hurricane Hannah zuschlug, wurden nicht nur Mitra und Shiva, zwei weiße Tigerbabys, von ihrer Mutter getrennt, sondern ihre gesamte Rettungsstation wurde überflutet. Als die Schimpansin Anjana die beiden in ihrem neuen Zuhause sah, war sie fest entschlossen, ihre Mutter zu werden. Sie fütterte sie mit der Flasche, kümmerte sich um sie und sorgte dafür, dass sie in einer liebevollen und fürsorglichen Umgebung aufwachsen konnten. Nummer 13. Eine russische Katze adoptierte in einem der unglaublichsten Momente der Natur nicht eine, nicht zwei, sondern insgesamt 8 Igel. Es begann damit, dass die verwaisten Igel sich verweigerten, in ihrem Zoo zu fressen, sowohl aus Spritzen, Flaschen als auch aus Schalen. Einer der Mitarbeiter dachte, eine Katze, die gerade einen Wurf Jungtiere großgezogen hätte, könnte vielleicht helfen. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber es hat funktioniert. Noch in der gleichen Nacht hatte die Katze die Igel angenommen, als wären es ihre eigenen Kätzchen. Nummer 12. Missbrauch brachte sowohl Ruby, den Hund, als auch drei kleine Schweine in dasselbe Tierheim. Im Gegensatz zu den meisten dieser herzerwärmenden Geschichten konnte Ruby anfangs nicht gut mit anderen Tieren umgehen. Es dauerte eine Weile, aber als sie sah, dass die drei kleinen Schweinchen nichts als Liebe zu geben hatten, kümmerte sie sich um sie, als wären es ihre eigenen Welpen. Ruby und die drei Ferkel klingt doch viel besser als der Wolf und die drei Ferkel, oder? Nummer 11. Wenn man diesen nächsten Moment zwischen einem Kätzchen und einem Entenküken zum ersten Mal sieht, würde man denken, das muss einfach in einen Disney-Film aufgenommen werden.
In dem Video sehen wir ein Kätzchen, das als Mutter für einen Haufen kleiner Entenküken fungiert. Wie ihr sehen könnt, hat sie alle Hände voll zu tun. Und anstatt dass all die kleinen Küken in ihr Jagd- oder Spieltrieb auslösen, kuschelt das Kätzchen lieber mit ihnen. Nummer 10. Normalerweise jagen Löwen Antilopen. In diesem Fall hat die Löwin dies nicht getan, sondern beschlossen, das Antilopenbaby als ihr eigenes zu adoptieren. Doch dabei blieb es nicht, denn die Löwin adoptierte in einem Jahr gleich 5 Antilopen. Es begann mit einem einzelnen Jungtier, das zu der Löwin lief und sich zwischen ihren Beinen versteckte, als ob es Milch wollte. Besucher sahen, wie die Löwin das Jungtier aufhob und wegtrug. Experten dachten, sie würde die Antilope zum Fressen mitnehmen, aber was sie tat, überraschte alle, denn sie zog das Jungtier einfach wie ihr eigenes auf. Nummer 9. Ein Duo aus Nilpferd und Schildkröte klingt wie der Anfang einer Kindergeschichte, aber ihre Beziehung könnte man fast als magisch bezeichnen. Es ist Dr. Paula Kahumbu zu verdanken, dass sich die beiden in Kenia trafen. Nach einem Tsunami strandete Owen, das Flusspferd, auf einem Riff. Nach seiner Rettung und Freilassung im Hale Park fand Owen sofort Trost bei der 130 Jahre alten Schildkröte Mzi. Nummer 8. Schnapp dir jemanden in deiner Größe, sagte die Gänseschar wahrscheinlich zu den Schweinen, die einen Artgenossen schikanierten. In dieser kuriosen Geschichte wird ein junges Ferkel von seiner Familie verstoßen. Die Zurückweisung wurde durch seine neue Adoptivfamilie abgemildert, eine Gänseschar. Wenn die Schweine nun versuchen, das Ferkel zu schikanieren, müssen sie zuerst eine Gruppe wilder, beschützender Gänse passieren, die bereit sind, die Schweine zu beißen, bis sie gehen. Nummer 7. Als dieser Dalmatinerhund ein ausgesetztes, geflecktes Lamm sah, nahm er es auf mit seinen offenen Armen. Die Geschichte dieser unglaublichen Freundschaft stammt aus dem Süden Australiens im Barossa Valley. Der Besitzer des Hundes nannte es ein einmaliges Ereignis und bestätigte, dass der Dalmatiner seine neue Mutterschaft akzeptierte, als wäre es seine Natur. Alles, was dem Lamm noch fehlte, war ein Name. Welcher Name passt eurer Meinung nach am besten zu diesem Lamm? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 6. Hier haben wir ein Schaf, das sich mit einem Elefanten anfreunden konnte. Als der verwaiste Elefant Themba zum ersten Mal mit Albert bekannt gemacht wurde, mochte er ihn nicht besonders. Die Einführung bestand darin, dass der Elefant das Schaf jagte. Doch schon bald wurde aus dem Jagen ein Spielen und aus dem Kuscheln wurde ein gemeinsames Nickerchen. Nummer 5. Ein Besitzer namens Jordi sah eines Tages, wie eine seiner Schleiereulen Gebra direkt auf die Katze Fum zustürmte. Zu seiner Überraschung wurden weder die Katze noch die Eule verletzt. Sie haben nur gespielt. In den Jahren, in denen er Schleiereulen trainierte, hatte er noch nie eine solche Interaktion gesehen. Und als er Fum aufnahm, hatte er buchstäblich noch nie eine Katze gesehen, die von Baum zu Baum sprang, um mit einer Eule Schritt zu halten. Nummer 4. Zur gleichen Zeit, als Secret World Wildlife Rescue einen verwaisten Wurf Dachse aufnahm, erhielten sie auch ein winziges Otterbaby. Die Babys wurden alle zusammen aufgezogen. Als sie schließlich alt genug waren, beschloss das Zentrum, sie zu trennen und wieder in die Freiheit zu entlassen, damit jedes Tier sein eigenes Leben führen konnte. Stellt euch vor, sie würden sich in der Wildnis wieder treffen. Glaubst du, sie werden sich aneinander erinnern? Nummer 3. Ein Leopard war genauso überrascht, als er ein neugeborenes Pavian-Baby in seinen Händen hielt. Aber allen Widrigkeiten zum Trotz nahm er die Aufgabe an und kümmerte sich um das Tier. Man konnte sehen, wie der Leopard bei dem Pavian-Baby lag. Sie pflegten es sogar und halfen es vor Hyänen zu schützen. Nummer 2. Schnappt euch eure Taschentücher, denn diese Geschichte bricht einem das Herz. Ein kleiner Hund namens Rookie fand ausgerechnet bei den Kühen der Farm Trost. Vor allem einer Kuh folgte er und spielte mit ihr. Da er seine eigene Mutter verloren hatte, sah er in der Kuh wahrscheinlich eine liebevolle Mutterfigur. Als die Besitzer aufgrund finanzieller Schwierigkeiten versuchten, die Kuh zu verkaufen, war Rookie außer sich, weinte sichtlich und lief ihr hinterher. Schließlich brachten sie die Kuh zurück und es kam zu einem freudigen, tränenreichen Wiedersehen. Nummer 1. Ein Löwe, ein Tiger und ein Bär wurden in denselben Käfig gesteckt. Normalerweise würde das nicht gut ausgehen, aber Baloo, Leo und Shere Khan wurden die besten Freunde. Nach ihrer Rettung durch Noah's Ark Wildlife Sanctuary wurden sie getrennt. Das war keine gute Idee, denn die drei weinten stundenlang, bis sie wieder zusammengeführt wurden. Habt ihr ein Haustier, das ein anderes Tier adoptiert hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.